Hallo, hier bin ich wieder, euer Amos aus Ostfriesland. Vielleicht könnt ihr euch daran entsinnen, dass wir letztes Jahr einen Bericht oder ein Video hatten mit dem Titel Ausnahmezustand auf dem Grünland, wo wir Pflanzenschutzmaßnahmen durchgeführt haben, extreme Nachsaatmaßnahmen, die wir mit dem Striegel durchgeführt haben. Normalerweise striegeln wir ja grundsätzlich alles im Frühjahr. Das machen wir einfach, um Maulwurfshaufen und Unebenheiten, alte Spuren vom Herbst und so zu beseitigen und geben dort dann ein wenig Grassaat, bis zu 10 Kilo dazu. Aber im letzten Jahr haben wir das Ganze zweimal gemacht und haben dann, weil der Unkrautdruck durch den Stress, den unsere Grasnarben ausgesetzt sind, nämlich durch diesen extremen Gänsefraß und auch dann zusätzlich noch die Hitze letztes Jahr, haben wir extreme Lücken im Bestand gehabt. Und das hätte dazu geführt, dass wir dieses Jahr so gut wie kein Futter geerntet hätten, weil teilweise bis zu 50% nicht mehr verwertungsfähiges oder nutzbares Gras gewesen wären. Nun will ich euch mal zeigen, wie das so aussieht, den Unterschied. Ihr könnt dann gleich sehen, auf der einen Seite ist die Fläche, die unbehandelt ist. Da haben wir keinen Pflanzenschutz durchgeführt und haben auch nicht zusätzlich gestriegelt. Da ist bloß die Maßnahme jetzt im Frühjahr passiert. Und auf der anderen Fläche ist das passiert, was ihr im Video gesehen habt, nämlich Pflanzenschutz, Striegeln mit mindestens 15 Kilo pro Hektar. Teilweise sind wir bis an 30 Kilo gegangen, was ja fast einer Neuansaat entspricht. Und dann kann man das sehr schön sehen. So, nur mal was zu den Kosten. Diese zusätzlichen Pflegemaßnahmen des Grünlandes haben uns insgesamt knapp 10.000 Euro gekostet. Mit allem, was dazugehört, mit Pflanzenschutzmaßnahmen, dann Striegeln, dann bei den Flächen, die besonders betroffen waren, haben wir dann anschließend auch noch gewalzt, um den losen Boden entsprechend wieder rückzuverfestigen. Dass das alles sehr gut geklappt hat, das kann man ja sehr deutlich sehen. Und daran könnt ihr auch sehen, dass Grünland auch eine ganze Menge Arbeit bedeutet. Und nicht so ist, wie das vielfach im Volksmund heißt, ja, Grünland, das geht so nebenher. Grünlandwirtschaft ist genauso viel Arbeit wie auf dem Ackerland, wenn man es sehr genau und erfolgreich machen will. Das war's dann mal wieder. Euer Amos aus Ostfriesland mit einem kleinen Rück- und Vorschau, was die Grünlandbewirtschaftung angeht. Bis dann, tschüss!